Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es sei denn, die Zeitung von morgen. Hast du sie noch? Ja. Buchhalter stirbt nach Prügelattacke. Der Buchhalter Arthur McFly wurde gestern Abend brutal zusammengeschlagen und verstarb im Anschluss auf den Stufen des Gerichtsgebäudes von Hill Valley. Jemand wird Grandpa töten? Ja, Tennant Schläger, ohne Zweifel. Wahrscheinlich als Rache dafür, dass Arthur deiner Vorladung gefolgt ist. Was machen wir jetzt? Ich bin mir nicht sicher, was wir machen können. Demnach wurde dein Großvater vor 5 Minuten vor der Tür des Gerichts liegen gelassen. Mein Dad scheint gerade zu verschwinden. Das ist die Zeitgerase. Sie verändert sich wegen der tödlichen Wunden deines Großvaters. Das bedeutet, dass dein Vater nie geboren wird und du auch nicht. Es sei denn... Wann hast du deinen Großvater das letzte Mal gesehen? Das war um 4 Uhr auf dem Rathausplatz. Geben wir ihm Zeit, ihn gut abzustellen. Gut. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. In deinem Fall sollte das kein Problem sein. Du bist im Gefängnis. Okay, machen wir uns auf den Weg, bevor die Polizei uns... Halt! Oh. Steigen Sie mit erhobenen Händen aus. Und herzlich willkommen zurück, beziehungsweise hallo zu Episode 2 von Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Ja. Was war das? Was war was? Mist. Ich habe da hinten etwas gehört. Ich glaube, Sie irren sich, Officer. Und wie immer, es geht los. Es scheint, als hätte ich hier einen Flüchtigen. Carl Sagan, Barbrandstifter. Und schon ist irgendetwas wegen der Zeit gerade. Ja, super, Doc. Was ist das für ein komischer Wagen? Zurückbleiben! Es ist ein Prototyp, der noch nicht getestet ist. Er könnte jeden Moment hochgehen. Oder plötzlich ohne Vorwarnung abheben. Ja. Ist das so? Da ist es wieder. Sicherlich spielt Ihnen nur die Nachtluft einen Streich, Officer. Tja, wir müssen irgendwie da reinkommen. Ist das ein ausländisches Modell? Aus Deutschland oder so? Keinesfalls. Das ist amerikanische Qualitätsarbeit. Ich bin mir sicher, dass dort etwas ist. So wie es bei... Sieht aus wie dieses Science-Fiction-Zeug. In einem Jahr wird jeder so ein Baby fahren. Da wird sicher eine Beförderung für mich drin sein. Sie sind ziemlich heiß begehrt in Hill Valley. Das ist aber gut zu wissen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, ein paar Minuten zu entspannen, bis Verstärkung kommt. Mir macht es nichts aus, nur das Auto könnte andere Pläne haben. Ich würde mir den Fluchtwagen gerne näher ansehen. Was ist das? Da, im Gebüsch? Hä? Ich habe nichts gehört. Ich dachte, es wären meine Handlanger gewesen, aber Sie haben wohl recht. Es war nichts. Handlanger, sagen Sie? Was war das? Was war was? Mist. Ich habe da hinten etwas gehört. Ich glaube, Sie irren sich, Officer. So. Und schon seht ihr das erste Problem. Jetzt hör mal auf zu quatschen. Mit der Zeit gerade. Sobald sich die Zeit ändert, kann was passieren. Sicherlich spielt Ihnen nur die Nachtluft einen Streich, Officer. Tja, werden wir das wohl verhindern können, dass Marty verschwindet? Ich will es hoffen. Nein. Dann wollen wir mal. Geh, rette deinen Großvater. Ich schaffe das, bis du zurückkommst. Alles klar, Doc. Und raus. Juhu. Was ist hier los? Ich liebe die Zeitsprünge. Probleme mit der Zeitgeraden. Bekannt aus Zurück in die Zukunft 1, wenn Leute nicht geboren werden.
16.55 Uhr. Arti muss irgendwo da drin dem Staatsanwalt sein Herz ausschütten. Da ist er ja. Jetzt muss ich nur bei ihm sein, bevor... Mr. Corleone? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht mit Ihnen noch ein Interview zur Lage des armen Mr. Sagan führen könnte. Meine Quellen besagen, dass Richter Brown ihn morgen freilässt. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Wie bitte? Ach, nichts. Können wir vielleicht später darüber reden? Ich muss dringend zum Gerichtsgebäude. Wirklich? Warum? Ja. Mein Großvater wird verklagt auf Alimente von seiner Nichte. Komplizierte Sache. Oh, na gut, ich will Sie nicht aufhalten. Und leihen Sie bitte diesen furchtbaren Hund an. Dafür gibt es schließlich die Gesetze. Sicher, kein Problem. Los, Marty von gestern, hör auf zu reden und beweg dich. Einstein? Und schon ändert er die Zeit. Einstein, was ist los? Geh. Lauf weg! Ja. Mist! Ähnlich so hört Chocolate auch immer. Ja, ja. Ich will auch immer in meinem Stöckchen spielen. Einstein! Ist das ein Eichhörnchen? So. Jetzt kann man sich nämlich etwas umschauen. Okay, spielen wir. So. Was hast du vor? Willst du das Stöckchen? Soll ich es werfen? Nein, ich haue mir nicht mit einem Knüppel auf meinen Kopf. Das wäre aber sehr witzig. Man kann sich ein bisschen umschauen. Bewerfen wir doch ihn. Los, mein Junge. Einstein! Das hat nichts gebracht. Böser Hund! Na komm schon, Einie. Ist es ein Eichhörnchen? Na gut, versuchen wir es nochmal. Da ist niemand. Das ist Einstein. Bewerfen wir doch sie! Schnapp sie dir, Einie! Komm schon, Einstein. Weg von der netten Dame. Meine Schuhe. Einstein, nein. Nein. Gut gemacht, Einie. Jetzt lauf ins Gerichtsgebäude und schnapp dir Arti, bevor Tennants Leute... Hey! Oh Gott. Hey! In meinen Berechnungen zufolge benötigt der Umlaufmotor für einen richtigen Raketenbohrer 1,21 Kilowatt Leistung. Kannst du das zur Sicherheit noch einmal... Ist alles in Ordnung? Ja. Ja. Aber ich muss zu Arthur. Warum? Er braucht eine Wegbeschreibung. Er könnte das Büro des Staatsanwalts noch finden. Der Beamter wird ihn hinbringen. Entschuldigung. Sollten wir nicht zurück an die Arbeit? Wir haben wenig Zeit, oder? Arthur. Sicher, aber Arthur hat noch viel weniger Zeit. Warum machst du denn plötzlich so viele Sorgen um Arthur? Verdammt. Mein Gott, was ist das? Was ist was? Mit wem hast du gesprochen? Na, mit dir. Nein, ich meine eben, als ich auf dich zukam. Na, mit niemandem. Ich habe an Gleichungen für meinen Raketenbohrer gearbeitet. Nein, nachdem... Ach, vergiss es. Machen wir uns auf den Weg. Folge mir. Ich dachte schon, ich gehe nie. Wenigstens ist jetzt der Weg zum Gerichtsgebäude frei. Dann gehen wir nochmal hin. Mit einem Doppelklick. Du musst mitkommen. Ich kann es jetzt nicht erklären. Du bist in großer Gefahr. Was heißt das? Ich bin in Gefahr. Keine Zeit für Erklärung, Großarty. Versprich mir einfach, dass du in der Polizeiwache bleibst. Arty McFly. Genau dich haben wir gesucht. Hey, Leute. Lauf! Schnapp ihn!
Ja, man wird von dem Schlag auf den Kopf nicht immer unmittelbar ohnmächtig. Ich sollte Ihnen folgen, bevor ich wieder zu verschwinden beginne. Okay. Die liebe Caro Kitty, die immer die immer meine Thumbnails macht, hat vorgeschlagen, dass ich doch vielleicht mal eine Cam mir organisieren soll. Und dann könnte man sehen, wie Cora mich beim Spielen behindert. Was meint ihr denn dazu? Könnte man mal gucken, oder? Alles ruhig. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Quasi keine Facecam, sondern eine Cora-Cam. Was passiert da nur? Hardy, wie geht es meinem Lieblingsbuchhalter? Oh, ging schon besser. Tut mir leid, das zu hören, McFly. Trixie, geh dir die Nase pudern, Püppchen. Jetzt geht's um Geschäftliches. Hey, benehmt euch jetzt, Jungs. Muah. Schön, dich zu sehen, Artie. Sie auch, Miss Trotter. Ja, wir sind alle glücklich. Jetzt verschwinde. Seid ihr Kerle wirklich so dämlich? Was habt ihr euch dabei gedacht, das Fischfutter hierher zu bringen? Wir dachten nur... Das war euer erster Fehler. Denken. Seht mich an. Seht ihr mich je denken, hä? Sagt nichts. Bringt ihn einfach rein. Findet raus, was er dem Anwalt erzählt hat und lasst ihn dann verschwinden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut. Wenn ihr nun erlaubt, ich muss einen Brandstifter erledigen. Bringt einer von euch Dummköpfen endlich diese Kisten rein? Wir sind dabei, Kid. Und da war der Tipp von Kit. Soweit so... Ah! Ich gehe besser ganz schnell dort rein. Ach, wie ich dieses Adventure liebe. So, mittlere Kiste. Inhalt. Einflügelige Göttinnen. Ups. Die ganze Zeit stay sober. Überall. Prohibition, ju. Kennt ihr die Simpsons-Folge mit Rex Banner, wo Homer der Bierbaron wird? Finde ich herrlich. So. Passt gut. Na dann mal los. Genau, da war nur eine einflügelige Göttin in dieser Kiste. Q-Ball. Nur die Suppe um Q-Ball. Mach die Blutspritzer weg, Q-Ball. Ich bin kein Gangster, ich bin ein verdammter Butler. Der Arme. Und wer von euch Jungs geht jetzt zuerst rein? Oh Mann, ganz schön schwer für ein unbewaffnetes Mädchen. Ups. Au. Bitte, ich versuche hier eine professionelle Vernehmung durchzuführen. Wo soll das hier hin? Schieb's einfach hinter die Bar. Ich schieb dich gleich hinter die Bar. Los, Artie. Verdammt, wie viel Chloroform hast du auf das Tuch getan? Warum? Weil es nicht gerade einfach ist, unser Dornröschen hier aufzuwecken. Zeig mal. Hey, Artie. Wir haben ein paar Fragen zu dir und dem Staatsanwalt. Siehst du, womit ich mich hier abmühe? Ach, vor die Runde. Zane, aufwachen. Tut mir leid, Boss. Das ist die verdammte Erkältung. Dann versuch wenigstens so lange wach zu bleiben, bis du mit dem Plakat fertig bist. Klar, wir wollen einen Club eröffnen. Und mach die Leuchtreklame aus, klar. Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Tja, die sind alle schon ganz hart. Nehmen wir mal das Chloroform. Puh, kein Wunder, dass Artie neben der Kappe ist.
Sollte Kid nicht schon zurück sein? So. Der hier ist eh erkältet. Bringen wir ihn zum Schlafen. Hey Jungs, ich fühle mich nicht. Zane, wach auf, du fauler Sack. Muss der Schnupfen gewesen sein. Schwachsinn. Er hat sich an den Vorräten bedient. Die Vorräte. Ein Hohlkopf ist K.O., bleiben noch zwei. Genau. Komm schon, Arti. Du verschläfst dein Leben. Genau, schalten wir mal wieder die Leuchtreklame ein. Autsch. Gute Nacht. Was zur... Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Dann geh hoch zur Suppenküche und hol eine neue. Warum ich? Willst du hierbleiben und mit diesem Typen reden? Ach, denn das ist ein Schatz. Ja, hol dann mal die Sicherung. Also wenn ich mir diese illegale Bar angucke, möchte ich auch eine illegale Bar haben. Kann man hier noch was mitmachen? Oh Gott. Scheinbar nicht. So. Probieren wir es nochmal. Du strapazierst meine Geduld. Komm schon an. McDermott's kanadischer Whisky. Drücken wir nochmal den Knopf. Ist auch gerade keine Musik im Hintergrund. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe sie schon ein bisschen leiser gestellt. So, nehmen wir doch die Flasche mit dem Whisky. War es das? Voll in die Fresse. Hey, du. Warte, kenne ich dich? Seit etwa 40 Jahren nicht mehr. Ist da unten jemand? Alles dreht sich. Jetzt kann ihn ja niemand runterlassen. Hier, bevor diese Kerle dich noch umbringen. Wart mal. Die wollten mich töten? Großartig. Das ist nicht witzig, Jungs. So, ich würde mal sagen, Zeit gerade wieder hergestellt. Zurück in die Zukunft. Das Spiel ist vorbei. Perfektes Timing. Halt durch, Grandpa. Wir müssen noch jemanden abholen. Ich dachte, du fragst nie. Was macht er denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Verdammter.